Da bin ich wieder, Luke, und es ist wieder mal eine angenehme Frechheit, wie gut es mir heute geht. Kommen wir gleich zum Thema. Sie sitzen öfters alleine zu Hause und wissen nicht ganz recht, oder wollen sich einfach mal genüsslich zwischendurch etwas in den Mund hineinschieben? Dann kann ich Ihnen nur eines empfehlen. Snacks. Aber was sind genau Snacks? Da kann man so vieles verstehen. Wir wollen nach guten Snacks, nicht wahr? Peanut Butter Jelly Sandwich. Shut the front door. Zwei Toastscheiben. Getoastet oder nicht getoastet. Peanut Butter rausreiben. Ein bisschen Jam. Oh yeah. Chips. Geriffelt oder nicht geriffelt, aber bitte mit Geschmack. Wer will salzig? Nüsse. So gut fürs Gehirn. Erdnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Pistazien. Kommen wir zum ultimativen Snack. Sie kennen Paninis? Ich sage Ihnen, da gibt's was Besseres. Moutinis. Baguettes aufschneiden, Mozzarella drauf, Paradeiser drauf, Zucchini-Chutney drauf und rein ins Rohr. Übrigens, ich hörte einmal einen Mann sagen, Snack ohne Bier, nicht mit mir. Kühlschrank auf, Flasche oder Dose, ganz egal, aber Snack ohne Bier, das ist fatal. Kurze Frage, welches Bier passt am besten? Danke der Nachfrage. Kurz und knackig gesagt, jedes. Helles Bier, dunkles Bier, Weizenbier, Märzenbier. Ich sage Ihnen, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ich bin Luke, das von Snacks. Und ja, und bis bald. Danke dir, lieber Luke. Ja, meine Damen und Herren, wir nähern uns schon langsam dem Ende unserer heutigen Sendung. Und wie immer gibt's an dieser Stelle ein paar Tipps für die gute Laune.